goes till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video. Es gibt heute ein Mukbang. Ja. Endlich wieder. Ich hatte ja gewartet, dass mein Thermi da ist und ist jetzt geliefert. Jetzt haben wir Urlaub, aber jetzt könnten wir wieder mit kochen. Zwei, drei Sachen habe ich schon mitgemacht. Ich bin sehr begeistert. Thermomix ist richtig und wichtig. Genau. Ja. Und heute haben wir Nudeln mit einer Kürbis-Tomatensoße. Ja. Habe ich jetzt nicht mitgefilmt, noch nicht. Wenn es lecker ist, mache ich es bestimmt nochmal. Dann könnt ihr mir gerne in den Kommentaren schreiben, ob ich es mal mitfilmen soll. Ja. Es ist eine vegane Soße. Weiß nicht, ob das irgendwie erwähnenswert wäre oder nicht. Mhm. Allerdings, also die Nudeln sind natürlich mit Ei. Auch. Du hast mit Ei drin, oder? Nee, es ohne Ei? Keine Eiernudeln. Ah, aber der Käse, den wir uns jetzt gönnen, sage ich mal, das ist natürlich ein tierisches Produkt. Das ist ja nur Hartweizengrieß, Wasser und Salz. Usok. Ah, okay, also ich dachte, das wären mit Eiernudeln. Ich esse immer Eiernudeln. Sind von Hause aus vegan. Ja, das ist gut. Und ich habe jetzt eine halbe Packung Nudeln gekocht. Und das reicht für, also, drei, vier Teller, je nachdem, ne? Zwei, drei Portionen. Ja, und... Ich finde, es riecht sehr gut. Das ist ja, also wir fangen auch gleich mit dem Thema an. Das Thema ist unser nächster Urlaub. Und das Schöne ist aber im Thermomix, dass in den Rezepten, dass da so viele Gewürze bei sind. Und ich hoffe, dass dir das gleich schmeckt, Osok. Ich habe es noch nicht probiert, aber ich werde das gleich probieren. Und ich freue mich sehr auf ein leckeres Essen. Nom, 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 nom. Wunderbar. Das ist ultra kalorienarm. Das ist sehr gut. Ja, wir haben uns das auch sehr heiß. Es ist super heiß. Boah, es riecht aber auch fantastisch. Und ich habe hier noch ein Parmesan, den extra lang gereiften. Und ja, genau. Wir haben ja, das ist, halt den hatten wir bei der Metro gekauft gehabt. Ja. Genau. Thema des heutigen Videos ist unser nächster Urlaub. Das hatten wir beim letzten Urlaub gemacht und das war eigentlich sehr, sehr gut, weil dann nur zwei, drei Leute Nachfragen gehabt hatten, die das Video nicht gesehen haben. Schande auf euch, ich weiß genau, wer ihr seid, ja. Und, Entschuldigung, ist kein Problem, ne? Ja. Und alle anderen wussten dann aber ganz genau Bescheid, was auf sie zukommt. Und da gab es echt wenig Nachfragen und das fand ich eigentlich ganz angenehm, deswegen machen wir das jetzt nochmal. Wir waren gerade erst im Urlaub in Leipzig und Umgebung und das war, also wir sagen Urlaub dazu, aber es war ja massiv anstrengend für uns. Ne? Das habt ihr, also wenn, also ich habe die Videos jetzt noch nicht geschnitten, aber ich denke, es kommt so rüber. Wir mussten ja die Orte zwischendurch wechseln, dann haben wir auch ganz viele Menschen getroffen, dann hatten wir ja mein Vati, wir waren ja bei meinem Vati, es war ja einjähriges sozusagen von der Beerdigung. Und es war natürlich geistig, alles massiv anstrengend. Auch die Hochzeit, die war wunderschön. Ja. Aber dadurch, dass man ja auch ein bisschen was getrunken hat, war man ja geistig nicht so auf der Höhe. Also ich brauchte erstmal einen Tag, um wieder klarzukommen hier. Ja. Nicht, also geht mit Alkohol vorsichtig um. Ich habe auch nicht so viel getrunken. Aber wir waren ab 11 dort und es war komplett, die ganze Zeit war Alkohol zur Verfügung. Also das meiste habe ich an Wasser getrunken, aber... Es war schon recht amüsant, sagen wir es mal so, wie es ist. Oh, es war eine sehr, sehr schöne Hochzeit und insgesamt war das natürlich auch sehr anstrengend alles genau. Für uns. Und Osok musste ja alles alleine Auto fahren, ne? Das wisst ihr ja, ich habe ja keinen Führerschein. Aber haben wir gut hinbekommen. Ja, dann kann ich noch dazu, sehr gut hinbekommen. Dann kann guten ich dazu Appetit. Noch erwähnen, ja genau, guten Appetit, ja auch, ich habe schon angefangen, weil ich hungrig bin. ja, wir waren ja im, also noch kurz zum Alpenurlaub, wir waren ja in Leipzig und haben da auch einen Livestream gemacht mit dem lieben Sebastian im Silberquelle. Wenn ihr im Livestream dabei gewesen seid, ganz, ganz herzlichen Dank dafür, dass ihr uns da begleitet habt. Und es ist ja bei euch auch interessant angekommen, weil ihr habt euch auch ja, für den Sebastian so ein bisschen interessiert. Der hat uns ja die Unterkunft da zur Verfügung gestellt und wir sind damit sehr gut zurechtgekommen. Und ja, wir wollen natürlich jetzt über unseren neuen Urlaub berichten. Da fange ich jetzt, würde ich sagen, mal an. Vielleicht zum Urlaub auch nochmal jetzt gerade. Wir hatten ja jetzt den Herrentag dazwischen. Also die Mira hat jetzt sozusagen vier Urlaubstage weg. Aber sie hat ja noch ein paar Urlaubstage übrig. Und die werden wir jetzt gestalten, indem wir nach Mannheim-Ludwigshafen in die Gegend fahren. Wir sind zuerst drei Tage vorher nördlich von Frankfurt am Main in Richtung Limburg-Lahn bei meinem guten Freund Marco. Und das ist der Sittke, falls ihr den schon mal gesehen habt in den Kommentaren oder auch in, im Livestream. Der ist immer sehr freundlich, hilfsbereit und ja, der hat uns gesagt, hey Osok, wenn ihr eine Unterkunft braucht dort, drei Tage könnt ihr auch bei mir chillen, das klappt.
Und das heißt, wir sind die ersten 3 Tage nördlich von Frankfurt am Main. Und danach fahren wir genau südlich zwischen, ja, kann man sagen, zwischen Stockstadt, Mannheim, Ludwigshafen und ja, die Gegend dort ins, ja, ein bisschen östlich davon. Ich weiß gar nicht mehr den Ort, da müssen wir nochmal nachgucken, welches Hotel das ist. Beziehungsweise es ist eine Ferienwohnung, die wir gebucht haben für 7 Tage von Sonntag bis Sonntag. Das heißt 5 Tage in der Woche und 2-mal Wochenende dazwischen. Und deswegen kommen wir damit sehr gut zurecht. Das schmeckt das lecker. Wir waren schon letztes und vorletztes Jahr unten, so Richtung Mannheim, Darmstadt, Frankfurt am Main. Und haben das erste Mal bei deinen anderen Kumpels gepennt im Haus. Genau, bei Nikolai und Annika. Das haben wir auch verfilmt alles. Und wir waren auch bei Miriam und Stefan auf der Couch. Das hat uns auch sehr viel Freude bereitet. Und diesmal gehen uns die Freunde aus. Nein, diesmal habe ich aber auch ein Hotelzimmer gemietet, dass wir ein bisschen, weil das halt so lange ist, dass wir ein bisschen frei in unserer Entfaltung sind. Auch mit genau. der Ernährung zum Beispiel, dass wir das so machen können, wie wir das möchten und so. Ja. Und uns ein bisschen ausbreiten können. So 2-3 Tage ist es immer sehr angenehm, aber wenn man jetzt so 7, 8, 10 Tage bei irgendwo pennen möchte, dann ist es schon sehr aufwendig, sage ich mal. Ja, wir wollen ja auch nicht alle Leute mal so krass belästigen. Wir sind immer sehr dankbar, wenn wir bei jemandem halt so auf der Couch oder auf dem Gästebett oder sowas übernachten dürfen. Das ist immer sehr, sehr freundlich. Da möchten wir ganz, ganz herzlich Danke sagen an alle unsere Freunde, Bekannten und netten Menschen, die das zulassen. Ja, und bei uns kann man natürlich auch auf der Couch pennen. Ja, genau. Ja. Falls ihr mal nach Berlin wollt und ihr wollt in Berlin keine hunderte Euro für ein Hotel bezahlen, könnt ihr natürlich gerne auch auf unserer Couch pennen. Also, ja, müsst ihr aber auch rechtzeitig ankündigen. Ja, natürlich. Also, genau. Was ist geplant? Zum Thema Essen. Das schmeckt sehr, sehr gut. Also, ich brauche nicht extra Salz. Ich finde, das schmeckt sehr, sehr gut so. Ich bin sehr zufrieden. Das schmeckt mir wirklich sehr, 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 sehr lecker. Können wir empfehlen, dass wir mal kurz haben. Mhm. Geplant ist auf jeden Fall, dass wir viele, viele Menschen treffen, unsere Freunde. Ozak ist ja so im Internet unterwegs. Ja, ich habe. Da hat er sehr, sehr viele Freunde, die natürlich alle in Deutschland verteilt sind. Und wir haben da einfach Freude dran, dann mal ein Käffchen trinken zu gehen oder gemeinsam zu grillen oder mal Hallo zu sagen oder dass man sich mal im Real Life sieht. Genau. Die meisten hat er ja schon getroffen im Real Life. Also das sind ja jetzt keine neuen Leute. Das sind langjährige Freundschaften, über Jahre hinweg. Genau, und da war es jetzt das Freude, einfach mal Hallo zu sagen. Mhm. Mhm. Das schmeckt echt super gut. Mhm. Ja, und natürlich halt auch, wir wollen natürlich halt auch gemeinsam wieder ein bisschen was filmen. Da freue ich mich auch drauf. Vielleicht hattet ihr es ja auf meinem Kanal gesehen. Wenn nicht, könnt ihr gerne bei mir nochmal in den Videos vom letzten Jahr halt nachschauen. Da waren wir ja in Hochheim gewesen. Da treffen wir zum Beispiel den Marc, also den Schmiddi, mit seiner Frau und seinem Bruder. Und wir hoffen, dass es auch dieses Jahr wieder klappt. Wir sind dann nämlich direkt nach, es ist der Feiertag Frohen Leichnam, ist das. Wir sind am Freitag dann eingeladen, also nicht eingeladen, aber sondern wir besuchen die. Wir haben uns abgestimmt, dass wir uns wieder in Hochheim treffen. Vielleicht gehen wir auch wieder in eine Kneipe. Vielleicht machen wir lustige Spiele. Vielleicht sind wir aber auch unterwegs. Das weiß ich noch nicht so genau, aber den Termin hatten wir schon festgemacht. Und an Frohen Leichnam direkt, da wollten wir, wie gesagt, meinen guten Freund Nikolai, seine Frau Annika und die beiden Hunde besuchen. Vielleicht erinnert ihr euch in dem Video Mega Hundespaß. Da haben wir die französischen Bulldogge mit dem Wasserschlauch abgespritzt und halt den Mops. Und das war ja letztes Jahr, als dort ja da haben wir Fußball geguckt gemeinsam sozusagen. Das war richtig schön und das war ein richtig toller Grillabend und alles. Das war wunderbar. Und da treffen wir natürlich die beiden wieder. Aber wir haben auch Tage vor diesem Treffen noch ein bisschen Zeit. Und da können wir auch, sind wir frei, sage ich mal. Dann geht mein Programm los. Also, ich habe schon ein paar Sehenswürdigkeiten rausgesucht. Wir wollen ja dann auch möglichst viel immer von der Umgebung sehen, was wir noch nicht gesehen haben. Und uns neue Sachen anschauen. Das macht uns sehr viel Spaß, dass man da so aktiv Urlaub hat, sehr viel unterwegs ist, viel sieht, viele Leute trifft und so. Mm. Und ansonsten, wenn das Wetter geil wird, dann gehen wir natürlich baden. Das ist so Plan B. Und wenn das Wetter überhaupt nicht geil ist, dann gehen wir ins Spaßbad. Genau. Das ist so Plan C für Schlechtwetter-Alternative. Ich hole mir noch eine Portion und den Nudeln, schmeckt so gut. Da muss aber aufpassen, dann muss noch eine Portion für dich übrig bleiben. So, der Rest ist dann für dich. Okay, ich sage, ich mache nur eine halbe Packung Nudeln. Ich wusste nicht, dass du jetzt so viel Hunger hast. Ja, hat sich jetzt so ergeben. Mhm. Ja, gut. Genau. Das schmeckt wirklich gut, ne?
Dann wollen wir natürlich auch ankündigen jetzt schon, also wenn ihr schon bis hierhin geschaut habt, wir wollen wieder ein Fantreffen machen. Genau. Wir sind bereit, euch, die Zuschauer, zu treffen. Und zwar, wo wollen wir uns treffen? In Mannheim oder Ludwigshafen oder an der Grenze von beiden Städten? Die gehen ja sozusagen über den Fluss rüber, so die Brücke. Wo wollen wir uns da genau treffen? Weiß ich spontan noch nicht. Ich weiß auch nicht das Datum. Aber? Ich informiere euch auf Instagram und im Community-Beitrag, wenn wir das auch sehr krass bald haben. Wechseln wir vom 10. bis 19. Genau. Und das Treffen ist zwischen den 13. und 18. Genau. 6. In der Zeit, wo wir dann dort sind. Und vielleicht Mannheim, da kann man sich schön hinsetzen am Wasserturm, ein bisschen chillen. Ja, das wäre halt auch gut. Fotos machen, einfach mal Hallo sagen. Das finden wir ja ziemlich cool, wenn wir auch die Menschen hinter den Benutzernamen auch kennenlernen. Genau. Weil ihr wisst ja alles über uns, aber wir wissen gar nichts über euch und das könnte man ja dann ändern. Und aus der Community, da sind ja auch ein paar aus Mannheim und Ludwigshafen, genau. Da wohnen einige von euch. Genau, und das könnte eigentlich ziemlich lustig werden. Wir hätten auf jeden Fall Bock, dass wir da mal so ein Fantreffen veranstalten. Und Punkt. Ja. Genau. In Leipzig war es ja auch ganz schön, da haben uns ja auch einige getroffen und wir haben mit ihnen Fotos gemacht und ja, aber nicht jeder möchte im Internet gezeigt werden. Das heißt, wenn ihr euch zum Fantreffen aufmacht und dann sagt, nee, wir möchten euch, also uns nur treffen, möchtet aber nicht im Internet gezeigt werden, dann respektieren wir das natürlich, klar. Mhm. Und natürlich freuen wir uns aber auch über jeden, der sozusagen als kleines Highlight dann auch im Video erscheint. Ja. Ich freue mich darüber immer, wenn Leute, die wir dann so getroffen haben, auch im Video mit auftauchen. Wie beispielsweise jetzt vor kurzem bei dem Community-Treffen, Schätzelein-Treffen war das? Genau. Mit der lieben Susanne, die hier in Berlin war. Susanne habt ihr bestimmt auch schon öfters in den Kommentaren gelesen. Die kommentiert hier super duper fleißig überall. Genau. Und Susanne ist aber auch, wie gesagt, eine ganz, ganz liebe. Mit der haben wir uns auch über eine Stunde unterhalten im Café. Zwei, oder? Ja, zwei Stunden sogar. War wunderbar. Das heißt, falls ihr Lust und Laune habt, dann auch zu dem Community-Treffen in Mannheim mit beizuwohnen, mitzumachen, dann kommt gerne vorbei. Und wie gesagt, achtet auf die Community-Ankündigung von der Mira, damit ihr das nicht verpasst. Genau. Und das war es eigentlich jetzt schon alles. Wir fahren wieder in Urlaub. Es ist jetzt ein längerer Urlaub. Diesmal entspannen wir uns auch. Und wir haben wieder ein bisschen was vor. Und natürlich wieder Inlandsurlaub. Wir könnten auch ins Ausland fahren. Ich finde aber, Deutschland ist ein schönes Land. Ja. Und es gibt hier total viele Gegenden und Ecken, die man sich auch so angucken kann, ob man jetzt wandern möchte oder nur am Strand liegen möchte oder Partyurlaub in Berlin machen möchte oder so. Man kann halt hier fast alles in Deutschland machen. Das ist sehr, sehr schön. Ja, ich persönlich bevorzuge ja immer diese, das hatte ich ja schon mal erwähnt, aber würde ich jetzt auch nochmal machen, ich finde immer Aktivurlaub sehr schön. Mira plant das immer sehr, sehr gut. Also, das haben auch wieder Leute in die Kommentare geschrieben. Also Mira, Anita, ja, Anita, Amira. Ja. Also im Video sage ich natürlich Mira, aber im echten Leben sage ich natürlich Anita, ja. Also das für die Leute, die sich gewundert haben, das war ja auch nochmal eine Frage. Aber sie plant immer die Urlaube sehr, sehr schön. Wie gesagt, Mira hat da immer einen guten Blick für, was interessant sein könnte und was wir machen könnte, weil ich persönlich möchte nicht irgendwo rumliegen. Also jetzt in einem Hotel sitzen und nur am Pool liegen, 7 Tage lang, das ist halt nichts für mich. Ich möchte gerne was machen, weil 7 Tage rumsitzen kann ich auch zu Hause vor meinem Computer. Ist halt so. Ja, ja. Apropos Computer, den werden wir mitnehmen. Also für den letzten Urlaub habe ich ja ein bisschen was vorgearbeitet, aber diesmal 9 Tage, das ist zu lang. So viel kann ich nicht vorarbeiten. Und ich habe jetzt auch gar nichts mehr im Petto, außer ein Video. 1500 Abonnenten-Special. Kann jetzt online kommen, da kam gestern erst, also ja, ist eine absolute Frechheit, die Bestätigung, dass der Tarif aktiv ist. Also ja. Wir haben ja, wir haben ein Handy besorgt und wir haben eine Karte besorgt und das hat halt wirklich so lange gedauert, das haben wir ja vor dem Urlaub versucht zu aktivieren. Ja, am Wochenende vor dem Urlaub, das heißt, das ist jetzt mehr als 10 Tage her. Absolute Frechheit, ja. Ich habe gestern die E-Mail bekommen. Also es blinkte dann so durch, da war das dann aktiv. Also dass man da so lange warten muss heutzutage, ist unfassbar. Das müsst ihr euch vorstellen, das ist eine Prepaid-Karte gewesen, die wir im Zeitungsladen gekauft haben. Der Zeitungsmann hat es direkt aktiviert, also den Schritt, den er machen muss. Ja. Am Automaten, am Terminal steht auch auf dem Kassenbon drauf. Dann haben wir es versucht, hier zu Hause online zu aktivieren.
unbekannter Fehler. Melden Sie sich bitte beim Kundensupport. Krass, was man da jetzt alles angeben muss. Ja, ja. Also man muss sich da richtig nackig machen, nur wenn man ein Handy, also so eine Karte sich gekauft hat und die aktivieren will. Also wirklich, nee. Das Video kommt jetzt also auch die Tage. Wenn es nicht schon online ist vor diesem Video, dann habt ihr es vielleicht schon gesehen. Also im letzten Urlaub hatten wir keinen Computer bei, da mussten wir aber einmal die Daten übertragen, weil es war, wir haben es jetzt uns angeschaut, es waren 352 GB auf der GoPro und 16 GB auf der großen Kamera. Kamera noch. Ja. Hupsi. Hupsi. Wir haben sehr, sehr viel aufgenommen und wir hatten aber unsere externe Festplatte bei und konnten einmal beim Silberquelle die Daten umherschieben, weil so viel Speicherplatz ist es auf unseren Karten drauf. Auf der großen, es hätte gerade so gereicht auf der großen. Wir haben 400, also wir haben eine 512 GB Highspeed SD-Karte für unsere GoPro gekauft. Da habe ich auch ein Unboxing zugemacht auf meinem Computerkanal. Kam übrigens auch jetzt mal in deinen Kommentaren wieder. Da hat jemand gefragt, wenn ich mich so gut mit Computern auskenne, warum mache ich denn dazu keine Videos? Es gibt einen, neben dem Blog- und Food-Review-Kanal von mir, gibt es auch einen Technik- und Computerkanal, wo ich solche Themen bearbeite. Falls ihr Fragen habt, schaut da gerne vorbei, schreibt mir in die Kommentare. Falls ihr selber PC-Fragen habt, der Otto guckt euch gerne. Ja, helfe ich wirklich und ich versuche es zumindest. Versucht eine Lösung zu finden, gratis natürlich, und dann verwurstet er das vielleicht auch in einem Video. Das und ist dann so Win-Win-Situation. Wir hatten aber halt den Vorteil, als wir die Daten jetzt kopiert haben beim Silberquelle, dass wir die schon in perfekte Ordner an die jeweiligen Tage vorsortieren konnten. Ja. Dadurch ist das Bearbeiten jetzt ein bisschen einfacher. Ja. Also jetzt ist ja die Datei, ist es ja nur eine, es waren jetzt bis jetzt keine Schnitte. Es sei denn, ich glaube nicht, dass ich jetzt schneiden musste bei dem Video. Aber wenn man so einen Daily Vlog dreht und morgens ein Schnipsel, abends ein Schnipsel, dann hat man vielleicht so 20 Videoschnipsel, die halt alle erstmal rausgesucht werden müssen und aneinander gefügt werden müssen. Und wenn das dann alles durcheinander ist im Ordner, schwierig. Dann ist das eine nervige Arbeit. Und jedenfalls haben wir die Videos an sich schon so sortiert und naja, das macht auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Arbeit. Ich muss mal schauen, wann ich das schaffe. Ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen aktuell. Ja. Das ist der Stand der Dinge. Aber ihr könnt euch wirklich freuen, also auf unseren letzten Urlaub. Da gibt es dann auch wieder von dir eine Playlist. Genau, ich mache eine Playlist. Die hat ja jetzt schon angefangen mit unserem Packvideo. Und für den nächsten Urlaub gibt es auch eine Playlist. Natürlich, dann kann man sich alles hintereinander anschauen und ist dann halt näher dran. Genau, und ihr könnt dann halt alles miterleben. Und ja. Ja, also ich freue mich wirklich sehr. Ich freue mich auch drauf, die Leute wiederzusehen. Und ich freue mich besonders auf Miriam. Hallo Miriam, ich freue mich auf dich. Und ich freue mich Stefan. Auch. Und Angel. Und die Yumi-Katze. Auf alle. Ah, ich bin ein Tierfreund, ich mag alle. Und ich freue mich auch, weil wir haben ja hier keinen Garten, wir haben ja nur einen Balkon, aber man kann ja hier nicht grillen. Und da freuen wir uns halt, weil viele unserer Freunde halt auch einen Garten haben. Genau. Und wir dann voll die schöne Zeit haben werden. Das wird einfach fantastisch. Die man selten sieht. Das ist halt sehr, sehr schön. Genau. Ja, das ist, heißt, dieses Video ist hier beendet. Dieser Töller kam wieder in den Schrank, weil ich ihn abgeleckt habe. Ja. Ja. Ja, schreibt mir gerne, wenn ich das Rezept mal mit abfilmen soll, dann mache ich das. Es war wirklich sehr, sehr lecker. Es hat, ne? War wunderbar, es hat sehr gut geschmeckt, ja. Thermomix-Rezepte, die haben so eine Gelingengarantie, wenn man sich ans Rezept hält, soll es immer schmeckt, perfekt es schmeckt wirklich, also wirklich sehr, sehr gut geschmeckt. Das war sehr, sehr gut. War auch richtig gut gewürzt halt. Nicht nur Salz und Pfeffer, sondern wirklich. Genau. Einiges gebraut. Naja, okay. Ich verabschiede mich. Wir sehen uns im Urlaub wieder. Abonniert gerne, dann verpasst ihr nichts aus unseren Urlaubsvideos. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao.